Die US-Republikaner wollen den erzkonservativen Abgeordneten Steve Scalise als Nachfolger des abgesetzten Kevin McCarthy zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses machen. Bei einer Abstimmung der Fraktion hinter verschlossenen Türen setzt sich Scalise gegen seinen Rivalen Jim Jordan durch, der von Ex-Präsident Donald Trump unterstützt wird. Scalise war bislang Mehrheitsführer seiner Fraktion im Repräsentantenhaus. Allerdings ist unklar, ob er bei der Wahl in der Kammer die notwendige Mehrheit erhalten wird. Mehrere republikanische Abgeordnete kündigten an, für den unterlegenen Kandidaten Jordan stimmen zu wollen. Da die Republikaner nur über eine knappe Mehrheit verfügen, müssen sie nahezu geschlossen hinter ihrem Kandidaten stehen. Die Partei ist aber tief zerstritten. McCarthy war vor einer Woche im Zuge einer Revolte des Rechtsaußenflügels der Republikaner gestürzt worden. Das Repräsentantenhaus ist damit bis auf Weiteres gelähmt, und das in schwierigen Zeiten. Ohne Vorsitzenden kann die Kongresskammer weder neue Hilfen für die Ukraine noch für Israel beschließen.